Die Wahrheit über das Eisbad. Bringt es etwas oder ist es sogar schädlich? Das finden wir gleich heraus. Mein Name ist Nick von 360 Football. Legen wir direkt los. Es gibt zwei Szenarien und einmal ist es sinnvoll, ein Eisbad zu nehmen und einmal ist es sogar kontraproduktiv. Da werden wir nachher näher drauf eingehen. Als erstes brauchst du aber ein bisschen Hintergrundwissen, um die ganze Sache nachher zu verstehen. Nach einer sehr intensiven Belastung gibt es sogenannte entzündungsfördernde Prozesse in unserem Körper, ganz vereinfacht gesagt. Und die helfen uns dann auch, Muskulatur aufzubauen und stärker zu werden nach einem Training. Das heißt, ein Trainingseffekt geht dann auch mit Entzündungen her und das ist ganz ein natürlicher Prozess. Das heißt, diese Entzündungen brauchen wir, um besser und stärker zu werden. Wenn wir jetzt aber ein Eisbad nehmen, werden diese Entzündungen gehemmt oder vermindert. Das heißt, wenn du jetzt nach einem intensiven Training, wo du einen Effekt spüren möchtest, stärkere Beine bekommen, bessere Sprungkraft und so weiter, nach einem Beintraining oder schnellere Richtungswechsel, dann muss ja etwas in deiner Beinmuskulatur passieren, dass du da stärker wirst. Wenn du jetzt hier ein Eisbad nimmst nach dem Training, wirst du den Erfolg vermindern. Es ist also eigentlich schädlich sogar für dich, wenn du es so haben möchtest. Das heißt, wenn du einen Trainingseffekt erwartest, dann das Eisbad unbedingt sein lassen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja, aber was bringt denn das Eisbad überhaupt? Wieso sieht man das bei den Profis? Wieso machen die das ab und zu? Und hier kommen wir zum zweiten Punkt. Wann macht denn das Eisbad Sinn? Jetzt haben wir gerade gelernt, dass es für den Trainingseffekt nicht sinnvoll ist. Aber richtig eingesetzt ist es eben auch eine gute Komponente, um die Regeneration zu fördern. Du wirst schneller wieder auf den Beinen sein, du wirst schneller wieder fit sein für ein neues Spiel. Und da ist es natürlich von Nutzen, wenn du beispielsweise in einem Turnier bist, wie in einem WM-Turnier. Dort geht es bei einem Spiel nicht darum, dass deine Muskulatur stärker wird. Nein, das nächste Spiel ist das Wichtigste und bis dahin musst du wieder fit werden. Und dort hilft es uns, diese Entzündungen zu hemmen und eine schnellere Regeneration zu bekommen. Okay? Das heißt, zwei Dinge, die du dir merken musst, wenn du einen Effekt haben möchtest in deinen Beinen, stärkere Beine bekommen möchtest, dann Eisbad nicht nutzen. Wenn du aber einfach auf Tag X oder für den nächsten Tag schneller wieder fit sein musst, dann macht das Eisbad Sinn. Ich hoffe, du hast das jetzt verstanden und das nächste Mal weißt du, ob du ein Eisbad nehmen solltest oder eben auch nicht. Unten in der Videobeschreibung haben wir auch noch einige Gratis-Sachen für dich. Schau dir die an, folg uns auf Instagram, abonniere uns hier für weitere informative Videos, dass du ein besserer Fußballer wirst. Danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal.